Und damit willkommen zurück zu Pokémon Nocturne mit Entwicklerkommentaren. Das letzte Mal haben wir erfolgreich den Vogelbruder von seinem Haus gerettet. Wir haben dann daraufhin von dem Studioleiter Axel eine Wohnung bekommen, die wir uns gleich anschauen. Und heute habe ich als Gast den lieben Sellari. Grüß dich, Sella. Hallo, ja. Guten Tag. Sella ist kein unbeschriebenes Blatt in der Pokémon-Zombie-Szene. Er hat nämlich zwei eigene Pokémon-Zombie-Spiele gemacht, und zwar Pokémon Aurora und Pokémon Dusk Chronicles Dave. Die Spiele stammen von ihm, damit ihr es endlich mal wisst. Und auch Sella hat tatsächlich einen Beta-Test begangen bei Pokémon Nocturne. Das heißt, er hat eine unfertige Version bekommen, um sie zu testen, um halt Fehler und sowas auszumerzen, um ein bisschen Feedback zu geben, wie funktioniert das Ganze oder ist das Ganze gut oder soll man es anders machen oder was kann man verbessern. Danke erstmal dafür, Sella. Und ich komme mal gleich zur Frage des Tages. Und zwar, die würde ich auch an dich stellen, Sella, aber ich glaube, die kannst du auch sehr leicht beantworten. Wie habt ihr von den Pokémon-Zombie-Spielen erfahren? Durch andere YouTuber, durch reinen Zufall oder durch meinen Kanal, weil ihr zum Beispiel vor anderen Content gesehen habt? Gerne mal beantworten in den Kommentaren, wie ihr von den Spielen erfahren habt. Ich denke mal, ein Großteil kommt von Lenificate und oder Pokémon Troll TV. Und ich würde jetzt einfach mal die Frage an dich reichen, Sella. Ich glaube, das müsste durchs Forum gewesen sein, wo ich das erste Mal zumindest aufmerksam geworden bin. Ja. Entweder war es das Quartier oder Atelier oder beide, besser gesagt, ne? Wo man dann sieht man ja deine Spielvorstellung quasi. Genau. Ich glaube, dadurch habe ich so das erste Mal Berührung bekommen mit deinen Spielen. Ja. Ja, früher hatte ich noch die ganzen Spiele vorgestellten Foren, auch bei bisafans.de, glaube ich. Da könnten mich auch vielleicht einige kennen. Aber das hat das irgendwann aufgehört und ich habe das einfach nur noch über YouTube gemacht, weil es irgendwie, weiß nicht, effektiver war. Keine Ahnung. Okay. Ja. Cool, wir fangen an. Also dieser Fans hat es ja mal erwähnt gehabt. Echt? Dass du da. Hast du, glaube ich, mir mal gesagt, dass du das da auch da vorgestellt hast? Ja, ja. Ja, ja. Wie kam es dort an eigentlich? Oder hat's. Ich glaube ganz gut, aber ich habe auch, bin ich ehrlich gesagt, nicht so viel reingeschaut. Achso, ja. Ja, muss ich mal wieder gucken, ob die sowas noch wollen. Keine Ahnung, aber gut. Dann schauen wir uns mal die Wohnung an. Tja, im Jahr 2022 würde ich sagen, das hier würde so um die 1.200 € warm kosten. Du kannst Christa sprechen, Sella. Das ist ein dummer Scherz, oder? Warte mal, bei mir leckt es gerade ein bisschen. Hatte er nicht sowas gesagt, wie dass die Wohnung das Neueste vom Neuen hat? So ein Drecksack. Ich glaube, den werde ich mir mal vorknöpfen. Das machen wir. Da draußen kam jemand angeflogen. Das müsste Red sein, aber bin ich denn hier überhaupt schon fertig? Komm, Vivi. Jawohl, Alter. Das Kapitel ist zu Ende, Leute. Yes, es geht weiter mit Drake. Oh! Hallo, Christa. Bill? Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Wow. Es ist gefühlt ewig her, dass wir uns gesehen haben. Ist doch erst ein paar Tage her. Das ist übrigens so eine Anspielung drauf. Ich meine, zwischen Pokémon Nightfall und Nocturne liegen 5 Jahre, glaube ich. Und eigentlich ist ja eigentlich so in dem Universum sind ja nur ein paar Tage vergangen. Aber für mich halt als Entwickler sind Jahre vergangen. Deswegen habe ich das auch so beschrieben, so dass es eine Ewigkeit her ist. Aber eigentlich in Wirklichkeit sind ja nur ein paar Tage. Kleines Easter Egg von mir. Okay. Trotzdem. Naja, auf jeden Fall eine coole Anspielung. Wieso bist du in Prismania City? Also, ich meine, es freut mich riesig. Nicht falsch verstehen, ja? Ach, was? Ich weiß doch, wie du bist. Tatsächlich war der Champ Red bei mir. Er hat mir erzählt, dass du hier bist. Red und ich sind alte Bekannte. Er hat mir mal aus einer misslichen Lage geholfen. Ja, als er dich dann wieder zurückverwandelt hat in den Menschen. Hat er vorhin sogar kurz erwähnt. Ich sehe, dass du gerade aus dieser Dachwohnung gekommen bist. Wollen wir das Gespräch nicht lieber nach innen verlagern? Ja klar, nur... Aber ich warne dich vor. Die Inneneinrichtung ist ziemlich karg, ja. Der Typ, der mir die Wohnung gegeben hat, hat mich voll übers Ohr gehauen. Wir schauen mal.
wer war das mal? Axel, ne? Ne, wie ist er? Axel? Axel, ja. Ja. Oder Axel ist auch okay. Axel Rose, Alter. Sweet child of mine! Ja, gar nicht mal so gut. Sag ich doch. Aber wenn ich das richtig sehe, hat diese Wohnung ein Deko-Transfersystem, ähnlich wie das Zimmer in Teak City. Das heißt? Das heißt, wir gehen einfach mal ins IKEA. Die Bude lässt sich einfach einrichten, wenn wir Deko-Gegenstände finden. Und die werden wir brauchen, wenn ich hier bleibe. Heißt das, dass du hier forschen möchtest? So sieht's aus. Ich habe in den letzten Tagen viel in meinen Leuchtturm geforscht. Gewebeproben entnommen, analysiert, ausgewertet und viele neue Erkenntnisse gewonnen. Erzähl mal. Nun, wie du weißt, ist jeder Mensch schon mit dem Virus infiziert, das sich über Radiowellen überträgt. Durch den Radioturm Dukatia City wurden die Wellen über Johto ausgebreitet. Dafür hatte ja Team Rocket offensichtlich gesorgt. Ob man eines natürlichen Todes stirbt oder nicht, man kommt als Infizierter wieder zurück. Das heißt, du und ich würden als Untote zurückkehren, sollten wir sterben, was wir nicht hoffen. Auf die Menschen hier in Kanto trifft es nicht zu. Das ist aber seltsam, man kann doch aber das Radiosignal von Johto auch in Kanto empfangen. Das ist nur halb richtig. Da wollte ich auch so ein gewisses Plothole füllen. Tatsächlich ist Bill hier in dem Spiel so integriert, dass er so ein paar Plotholes erzählt oder Sachen erklärt, die vorher nie erklärt wurden. Deswegen erlernt man dann auch viele neue Sachen über die Infektion. Fand ich eigentlich super passend, um damit auch so ein paar Lücken, wie gesagt, zu schließen. Also da kann man so sagen, wirklich, Ethans Kapitel ist so Action- und Story-oriented, Christas Kapitel ist halt so, Lore-bezogen und das von Drake ist halt so ein bisschen mehr Rätsel-bezogen. Da wollte ich schon ein bisschen mehr Unterschied reinbringen. Und halt so horrorlastig. Ja, genau, auch. Aber dazu kommen wir später. Es stimmt schon, dass man die Radioshows auch in Kanto hören kann. Das Radiosignal vom Radioturm Dukatia City reicht nicht bis nach Kanto. Das Radiosignal wird aber von einem Analog-Digitalwandler abgefangen und dann digital nach Kanto übertragen. Und Kanto wird es dann wieder zu, zu viel technischer Kram. Jedenfalls bei diesem ersten Konvertierungsprozess von analog zu digital geht dieses Virus verloren. Deswegen können Menschen aus Kanto sterben, ohne untote zu werden, sofern sie nicht gebissen wurden. Das hört sich sehr interessant an, stimmt. Das war einer meiner vielen Erkenntnisse, die ich gewonnen habe. Ich kann dir nachher noch einiges mehr erzählen. Aber um nochmal auf deine Frage vorhin zurückzukommen, ja, ich bin zu dir geflogen, um dich zu unterstützen. Ich wollte nicht, dass du hier alleine bist. Aber um meine Forschung weiter fortzusetzen, brauchte ich wirklich ein paar Möbel. Ja. Es wäre gut, wenn ich einen Schreibtisch hätte und vielleicht noch so 8 Deko-Gegenstände. Viele Menschen sind aus Prismania City geflüchtet und bestimmt liegen viele Deko-Gegenstände. Nein, ein Rechtschreibfehler! Wir blamen einfach Stella. Verteilt in der Stadt, ja. Du erkennst Deko-Gegenstände ganz einfach. Sie sehen aus wie blaue Pokebälle. Besuche auch ruhig nochmal Orte, an denen du schon warst. Da bist du sicher fündig. Alles klar. Ich warte hier. Bis dann, Christa. Danke. Da, Schlüssel bei Bill, okay. Sah eigentlich schon ziemlich dreist, dass er einfach angeflogen kommt, sich hier eingenistet, wie so ein... Ja. Ja, ich bin jetzt hier, komm jetzt hierher und ich niste mich jetzt hier bei dir ein. Ist doch okay. In deiner neuen Wohnung. Ja, finde ich. Frag nicht mal. Ach, Christa denkt an sowas nicht. Sie ist froh, dass Bill dabei ist. Und ja, das Deko-System ist wieder da, aber nur in einer abgespeckten Variante. Ich hatte wirklich irgendwie nicht den Andrang, das nochmal so zu machen wie aus Nightfall. Das hätte auch einige Problematiken gegeben, weil in diesem Haus finden Szenen statt, also so vorgefertigte Szenen. Und deswegen ist euch vielleicht mal aufgefallen, in Nightfall gab es nie eine Szene innerhalb von Christas Zimmer. Weil das einfach unmöglich ist, weil wenn da ein NPC reingelaufen kommt, will mit dir sprechen, aber dann liegt da, keine Ahnung, in Nintendo 64 rum und dann kann dieser NPC eigentlich gar nicht drüber laufen, das ist halt unschön. Oder so ein Bett oder irgendwas, was sperrig ist. Da müsstest du auch wieder über Variablen wahrscheinlich gucken, liegt da was, ne? Ja. Du müsstest alles abfragen irgendwie. Ja, das wäre halt ein Albtraum, ne?
Und deswegen, alles, was ich hier finde, hat einen vordefinierten Platz. Ja, zum Beispiel jetzt der Hocker. So. Na, jetzt habe ich hier einen Hocker stehen. Trotzdem gibt es da so einen gewissen Sammelwahn. Aber das ist halt auch wieder das, was, was Christas Kapitel dann wieder sich auch abhebt von anderen. Ah, ich bin da doch vergiftet, Alter. Voll vergessen. Boah. Spielst du eigentlich im Hardcore-Modus? Weiß ich, wusste nee, ich gar nicht. Nee, normal. Weil ich muss ja auch immer zwischendurch speichern, wenn ich halt einen neuen Part aufnehme. Das würde ja gar nicht gehen, da müsste ich meinen Save manipulieren. Aber ich habe mir schon überlegt, ob ich irgendwie einen Hardcore-Modus als nochmal als separates, keine Ahnung, Let's Play oder so mache. Ich bin ja auch im Beta-Test verzweifelt schon im normalen Modus. Ja, und daraufhin habe ich ja das Spiel ein bisschen einfacher gemacht. Also bedankt euch bei Zella, dass da jetzt mehr Heilgegenstände drin sind. Ja, weil ich einfach ein Kacknoob bin. Ja, passiert. Passiert im besten Sinne. Ich glaube, bei mir ist aber auch so, ich bin einfach zu ungeduldig. So, ich weiß zwar, okay, ich könnte jetzt hinter der Ecke am besten einfach warten und dann Kratzer machen. Aber nee, ich nur immer so mit dem Kopf durch die Wand bei mir. Deswegen. Das macht Zella nicht. Der will Full Rambo Mode, Alter. Richtig. Übrigens hier ein Deko-Gegenstand, der super fies versteckt ist. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich ihn gefunden habe. Ja. Aber Wasserspender. Ich zwar nicht. Na? Ja, nice. Nur mal ganz kurz zum Drake-Part. Ich werde jetzt nichts vorausgreifen, aber eine Frage stellen, die mir so auf der Seele brennt. Ja. Also, ich habe schon den Eindruck, dass dir der Drake-Part den zu Megan am meisten Spaß gemacht hat. Kann das sein? Oder? Ich glaube ja, tatsächlich. Das ist aber, das ist nämlich witzig, dass du es fragst, das wollte ich nämlich irgendwann erwähnen, weil ich habe ja zuerst Ethans Kapitel angefangen zu machen, also Solo-Kapitel zu machen. Und dann habe ich das irgendwann nach dem ersten, also nach dem Bossfight mit Knofenser, habe ich das dann, ja, fertig, also aufgehört weiterzumachen und dann habe ich mit Christas Kapitel angefangen. So, Christas Kapitel hatte ich wahrscheinlich zu 60% fertig oder vielleicht so ja, so zum 2/3% fertig. Und dann bin ich rübergesprungen, hab Drakes Kapitel als letztes anzufangen. Und tatsächlich wurde dieses Kapitel als erstes sogar fertig. Ja. Das ist halt, also ich glaube, da ist schon was dran, dass es mir am meisten Spaß gemacht hat, weil ich da mit Lavandier auch echt super kreativen Stuff machen konnte. Weiß ja warum, will jetzt auch nichts vorausgreifen, aber ich konnte da halt echt so viel Mist reinbauen, wie es mir gerade eingefallen ist. Das war halt irgendwie cool. Ja. Hier ging es leider nicht, weil es, da bin ich halt gebunden an die Stadt und alles, aber bei Lavandier ist es halt eine ganz andere Geschichte, wenn du halt Geister hast, ne, die halt weirden Stuff machen können. Aber ja, ist wirklich so. An mir hat der Part halt auch am besten gefallen. Ja. Und man, wie gesagt, man hat das halt auch gemerkt, ne, man merkt das ja immer so, weil du da halt deinen Ideen freien Lauf lassen konntest. Vor allem die ganzen Creepy Pastas, was da alles zu der Lavandia gibt, ne, da kriegt so viele Ideen eigentlich. Ja, ist wirklich so. Und tatsächlich ist es witzig, sehr leid, dass du das sagst. Es gibt sogar eine Frage des Tages, die habe ich mir schon aufgeschrieben. Die kommt irgendwann und zwar wäre die, was ist euer Lieblingskapitel? Ethan, Drake oder Krista? Aber das kommt erst im späteren Part, bitte noch nicht beantworten. Gut. Okay. Okay. Zella. Ja, ach so, sorry. Ein Wasserspender, klasse, so einen wollte ich schon immer haben. Aber Mama hat mir das nie erlaubt. Mama. Das ist übrigens so ein Meme innerhalb meiner Community. Ich habe mal das Spiel Fahrenheit gespielt. Im Englischen heißt es Indigo Prophecy. Das ist ein Spiel von Quantic Dream. Das ist quasi der Vorgänger von Detroit Become Human oder halt der Vorgänger von Heavy Rain. Da spielt man halt als so ein Polizisten in einem Polizeipräsidium. Ich habe das damals let's played. Und da war halt so ein Wasserspender, den habe ich angesprochen, habe dann gesagt im Steam, Alter, geil, ein Wasserspender, so Erne hätte ich auch gern. Und seitdem hat man mich immer mit dem Wasserspender irgendwie, ich weiß nicht, nicht aufgezogen, aber halt immer wieder konfrontiert, dass ich mir endlich mal einen Wasserspender holen soll. Und mittlerweile sind meine Kanalpunkte auf Twitch Wasserspender und das ist einfach nur ein riesen Meme, Alter. Und seitdem mache ich immer Screenshots von Wasserspendern in jedem möglichen
Spielen macht er von Screenshots und deswegen gibt es auch hier einen Wasserspender im Game. Und es gibt sogar einen 3D gedruckten Wasserspender bei mir zu gewinnen, irgendwann mal. Wenn man genug Kanal, ja, muss ich dir nachher mal zeigen, wenn man genug Kanalpunkte gefarmt hat. Und ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, das ganze Meme auch hier zu verpacken, in meinem eigenen Spiel. The more you know. Ja. Aber meine Freundin erlaubt es mir nicht. Ich hätte auch gerne so einen Wasserspender, so ein Riesenteil. Weißt du, wie in der Arztpraxis, so ein, oder wie heißt es, DM. Weiß nicht, da kennst du auch diese Wasserspender mit diesem Pappbecher nebendran, finde ich geil, hätte ich auch gerne. Ich würde echt viel mehr Wasser trinken. Ja, wahrscheinlich. Statt Monster Energy, wie jetzt zum Beispiel. Ich habe auch als Kind immer gehasst, Wasser zu trinken, aber wenn du da dort drin warst, ne? Ja. Dachte ich, ja, warum nicht? So, dann geht es. Ja. Der Reiz war halt da immer so da, ne? Ja, ich finde das halt so, ich weiß nicht, ist halt, wie man so ein Essen präsentiert. Du kannst einem das leckerste Essen der Welt präsentieren, aber wenn es wie Hundescheiße aussieht, dann isst du es halt nicht gerne. Weil das Auge ist mit, ich weiß nicht, wenn es schön präsentiert ist in einem Wasserspender, da habe ich auch Bock, Wasser zu trinken. Und es muss gekühlt sein. Lauwarmes Wasser, das ist irgendwie eklig. Ja, aber ich hatte wirklich mal ein traumatisches Erlebnis mit einem Wasserspender. Oh nein, erzähl. War im Rewe bei uns in der Stadt. Und das war noch ein alter Rewe, der steht jetzt nicht mehr, da ist jetzt was anderes drin. Auf jeden Fall war ich dort, war um Wasserspender, habe ich getrunken, hab's aber ausgekippt, weil ich es nicht mehr trinken wollte. Meine Eltern waren irgendwie raus. Und dann hat mich die Verkäuferin so angeguckt und hat gesagt, das musst du nicht da reinkippen. Ich so, Alter. Unnötig. Voll schlecht gefühlt. Ja, bis heute noch. Ja, richtig traumatisch gewesen. Ja, also liebe Verkäuferin, seid mal nicht so streng zu den Kindern. So, okay, man sieht, ja, wir haben jetzt eine Menge Deko-Gegenstände gesammelt und Chris hat auch zu jedem einen Kommentar abzugeben. Manchmal ist auch so eine kleine Lore dahinter. So eine schöne Zimmerpflanze. Ja. So, reden wir mal mit Bill. Komm mal. Was ist mit Schreibtischen verheiratet, so oft wie er an ihnen hockt? Christa, Es ist schön, wie viele Deko-Gegenstände du gefunden hast. Jetzt lässt es hier einigermaßen gut leben, aber ich bin mir sicher, dass du draußen noch mehr Deko-Gegenstände finden kannst. Übrigens, wenn du mehr Deko-Gegenstände findest, habe ich auch die Möglichkeit, Sachen für dich zu basteln. Wenn ich etwas fertig gebastelt habe, werde ich dir das fertige Item hier hinlegen. Ja, im Prinzip fertigt er für mich diese Wundersaat an, damit meine Spezial-AP schneller wachsen. Das habe ich übrigens erst super, super spät in das Spiel integriert. Also eigentlich schon, als es fast fertig war, glaube ich, das Kapitel von Christa. Weil ich einfach nicht wusste, was für einen Vorteil man denn bekommt, wenn man die Deko-Gegenstände findet. Weil bei Nightfall war das ja schon so unschön, dass man im Prinzip nichts bekommen hat, außer einen variablen Punkt, dass man vielleicht das gute Ende bekommt. Und hier wollte ich irgendwie was integrieren, damit man eben diese Sammelwut entwickelt oder motiviert ist, das zu sammeln. Und diese zwei weiteren Wundersaate wusste ich jetzt auch nicht, wo ich die hinstecke. Deswegen habe ich das dann hier rein integriert. Mhm. Echt? Wow. Vielen Dank, Bill. Und ich habe die Deko-Gegenstände gerne für dich eingesammelt. Ich weiß ja, wie wichtig es für dich ist, eine schöne eingerichtete Wohnung zu haben, du kleine Prinzessin. Frech wie eh und je. Ach ja, ich wollte noch mehr über Fakten über die Infektion informieren. Meine Forschungen kürzlich haben ergeben, dass es sogar Wesen gibt, die gegen die Infektion immun sind. Oh, jetzt kommt's. Ja, Pokémon vom Typ Geist und Stahl sind immun. Letzteres zumindest zum Großteil. Das war auch immer so eine Frage von der Community. Also die Fragen habe ich oft gelesen. Sind Stahl-Pokémon immun? Sind Geist-Pokémon immun? Aber ich wollte mich da noch nicht festlegen. Deswegen habe ich, glaube ich, meistens in den meisten Fällen halt geschrieben, ja, muss ich noch, keine Ahnung, mich entscheiden oder, weiß nicht, nichts dazu gesagt. Geister-Pokémon sind ja im Prinzip schon tot und Viren können keine Gase befallen. I guess. Ich denke, das ist klar. Stahl-Pokémon haben generell den Vorteil, dass sie gegen jede Art von Vergiftung geschützt sind. Aber nur die Stellen, die sind unempfindlich, die mit Stahl bedeckt sind. Ohnehin kann man den Stahl nicht mit bloßen Zähnen durchdringen. Aber... Das war auch so eine Sache mit Sherox, ne? In deinem Spiel war ja
Aurora Sherox. Hm. Aber ich glaube, da kommen wir noch. Ich bin auch schon infizierten Magnetilus begegnet. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ja, das hat auch damals Rico gesagt, beim Testen. Und da habe ich gesagt, ja, drück mal weiter. Und dann kam dieser Dialog und er so, oh, okay. Und soweit ich weiß, gehören sie dem Typ Stahl an. Sie bestehen noch vollständig aus Stahl. Ja, da gebe ich dir recht. Magnetilus sind eine große Ausnahme. Dir ist sicherlich aufgefallen, dass Magnetile-Pokémon sind, die einem Radio ähneln, oder? Ja. Wunderbar. Die Schraube auf Magnetilus Kopf sorgt dafür, dass die Radiowellen via eine Antenne aufgenommen werden. Das bedeutet, dass sie unweigerlich die Infektion mit aufnehmen, dadurch mutieren können. So ein Pech für die armen Magnetilus. Aber die Radiowellen wurden doch nur in Johto ausgestrahlt. Können sich Magnetilus hier in Kanto infizieren? Leider ja. Jeder, der infiziert und vollständig mutiert ist, strahlt eine geringe Dosis das Virus aus. Für durchschnittliche Menschen und Pokémon nicht spürbar und nicht gefährlich. Aber Magnetilus sind wegen ihrer Antenne auf dem Kopf sehr anfällig. Und ja, das gilt auch für Weiterentwicklung von diesem Pokémon. Kann man auch vorstellen, dass andere Stahl-Pokémon sich infizieren können. Solange ihr Körper nicht vollständig mit Stahl bezogen ist, wie bei Stardust zum Beispiel. Ein Sherox zum Beispiel hat ja noch organische Flügel. So könnte es sich auch infizieren. Das wollte ich unbedingt noch einbauen, damit es deinem Spiel nicht widerspricht, Zella, ne? Ich habe da damals nie, gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Ich wusste gar nicht, dass Sherox Stahl ist. Ja. Ehrlich gesagt. Ich dachte, es wäre Käfer oder irgend sowas. Oh ja. Je. Ja, ich glaube Käfer Stahl oder nur Stahl. Da muss ich nochmal gucken. Aber auf jeden Fall Stahl. Tut mir leid, wenn das etwas länger gedauert hat. Aber ich wollte dir dieses Plothole füllen. Aber ich möchte kein technisches Detail auslassen. Ach, ich höre dir doch gerne zu, Bill. Solange es nicht ausschweifend wird. Denn dann muss ich dich ein wenig bremsen. Verstehe. Nun, wie geht es denn jetzt weiter? Ich wüsste jetzt gerade nicht, wer in Prismania City noch Hilfe bräuchte. Vielleicht könnte ich Hilfe gebrauchen? Du? Aber du siehst nicht gerade aus, als wärst du in Gefahr. Nein, das bin ich auch nicht. Nicht falsch verstehen. Aber hast du schon gehört, dass in Prismania City mal ein Versteck von Team Rocket existierte? Ich meine ja. Meine Mama hatte damals schon sowas erwähnt, als sie es in einer Zeitung gelesen hat. War das Versteck nicht sogar im Casino hinter einer geheimen Tür versteckt? Aber so richtig bekannt wurde es nie, glaube ich. Das ist richtig. Es wurde nie großartig im TV in den Nachrichten erwähnt. Man hatte die Befürchtung, dass der Ruf des Casinos darunter leidet und die Besucher ausbleiben würden. Schließlich brachte das Casino der Stadt viel Geld ein. Aber letzten Endes blieben früher oder später die Besucher doch aus. Man hatte auch die Vermutung, dass die Spielautomaten manipuliert waren. Waren sie das? Waren sie das? Die Polizei hatte das in einem... Ausschweifend, Bill. Entschuldige, du kennst es ja. Worum es geht, ich glaube, dass das Versteck im Casino noch existiert. Das ist halt so eine Eigenschaft von Bill, ne? Also jeder hat so seine Eigenschaft. Bill wird halt immer so, er geht immer mehr ins Detail, immer mehr, bis Krista ihn halt immer stoppt. Das ist so eine, passt auch irgendwie voll gut, finde ich. Und ich kann mir vorstellen, dass da einige Forschungsdaten über die Infektion zu finden sind. Team Rocket muss was drüber wissen. Die forschen ja nicht erst seit gestern. Wäre naheliegend. Ich bin ja sogar der vertretenden Chefin, Athena oder Athena, ich weiß es nicht wie. Damals in Oliviana City begegnet. Boah, ich kann das nicht lesen. Sie hatten damals, so glaube ich, Forschungsdaten in ihrem Versteck. Aber natürlich kamen Ethan und ich nie darauf, dass wir irgendwelche Forschungsunterlagen mitnehmen. Oh Mann, warum habt ihr es nicht getan? Ethan hatte mir mal erzählt, dass die Infektion durch ein Artefakt ausgelöst wird. Ja, das hat mir Red auch erzählt. Er hat es wohl über Gary erfahren, der es wiederum durch Giovanni erzählt bekam. Was macht dich denn so sicher, dass das Versteck nicht von der Polizei ausgehoben wurde? Na, ganz einfach. Die Polizei wollte den laufenden Betrieb des Casinos nicht stören und haben nur oberflächlich ermittelt. Wie gesagt, die Stadt braucht das Geld. Oder brauchte es eher. Politiker. Wenn du diese Forschungsunterlagen aus dem Versteck vom Casino holen würdest, wäre das eine große Hilfe. Ich könnte so viel mehr herausfinden. Ich hole sie dir. Ah, klasse. Aber wie finde ich das Versteck denn? Tja, es muss in dem Casino noch irgendeinen Mechanismus geben, um die Hintertür zu öffnen. Früher gab es mal einen Schalter hinter einem Poster, aber es wäre naiv zu glauben, dass sie diesen Mechanismus beibehalten haben. Also musst du wohl suchen. Na schön, dann schauen wir mal.
Bis später, Bill. Gehen wir, Vivi. Okay. Wir werden aber. Let's go. Aber dadurch, dass wir jetzt erstmal eine Vergiftung. Wir werden jetzt, glaube ich, erstmal eine Nebenmission machen, weil. Das ist zu pervers, was wir gerade hier durchmachen. Ach du, Krista. Ich hab ein Problem. Ich kämpfe mit mir selbst. Erzähl. Als das Ganze hier von vor kurzem passierte, habe ich einer Freundin etwas versprochen. Ich habe ihr versprochen, auf ihre Tochter aufzupassen. Diese besagte Tochter steckt in Schwierigkeiten und ich kann ihr leider nicht helfen. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass dein Pokémon und du stark seid, habe ich mich gefragt, ob... Ob ich dir helfen kann? Ja, ich lege ungern meine Last auf andere, aber du wärst die Einzige, die mir helfen könnte. Die junge Dame, von der ich rede, ist eine Schwester Joy. Ich wette, wenn du ihr helfen könntest, könnte sie auch dir helfen. Würdest du ihr bitte helfen? Klar, ich bin hier, um Menschenleben zu retten. Wo finde ich sie? Sie ist im Pokémon Center. Dort hat sie sich während der Seuche eingeschlossen. Ich weiß nicht, wie es ihr da drin geht. Wenn sie hier bei mir wäre, würde mir ein Stein vom Herzen fallen. Mach dir keine Sorgen. Ich helfe, ich hole sie. Danke. Probieren wir es mal, weil die... Ich habe Vergiftung, das ist halt hart unge... Ach du Scheiße! Hilfe! Stella! Alter! Alter, übertreib's halt, Mr. Prince! Bist du bisher schon Game Over gegangen? Ja. Oh. Ach du Scheiße. Game Over in seinem eigenen Game. Was glaubst du? Aber ich bin ein Profi! Oh fuck. Alter, verreck doch Smogon. Noch nicht. Ja, das ist halt der Schwierigkeitsgrad ist zu. Ja, vor allem, wenn du das selber spielst und dich aufregst über die Viecher, bist du eigentlich bist ja dann nur sauer auf dich selber, ne? Ja, meine Psychologie auseinander nimmst und so weiter und so weiter. Oh nein, 1 KP. Werde ich schaffen, Zella? Das war bei... Ja, bestimmt. Ich gehe von aus. Obwohl die... Ja. Ha! Vergiftung hat sich aufgelöst. Ach, das löst sich auf? Das wusste ich gar nicht. Das habe ich irgendwann mal so eingestellt, weil... Ich hätte gar keinen Bock, dass du irgendwann mal so ein Safe-Game hast, wo du dich nicht mehr bewegen kannst, weil du vergiftet bist und dann Game Over gehst bei... im nächsten Schritt. Deswegen habe ich das irgendwann geupdatet, auch bei Pokémon Dusk Remastered, dass sich die Vergiftung auflöst. Jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. Ah. Das ist auch beim Originalspiel mittlerweile so, ne? Beim... Christopher. Ich weiß gar nicht, ja, kann sein. Also früher war es wirklich so, dein Pokémon hat sich dann... Oder wurde dann besiegt durch die Vergiftung. Aber mittlerweile löst sich halt die Vergiftung auf bei einem KP und dann ist es wieder nicht vergiftet. Ja, nice. Alles dem Original-Game empfunden, Alter. Boah, wenn ich jetzt verreckt wäre, das wäre super ärgerlich gewesen. Das war übrigens auch eine Frage von Shawny Maniac, der auch mal ein Spiel-Let's Play hat. Der ist übrigens im nächsten Part Gast. Der hatte nämlich auch die Situation hier in Prismania City, dass er vergiftet wurde, kein Gegengift. Und hat dann gedacht, nein, jetzt habe ich das Savegame kaputt gemacht. Hat mich dann sogar noch gefragt über YouTube und habe ich gesagt, keine Sorge, Effekt, das löst sich auf. Oh, echt Schwein gehabt. Ja. Sieht soweit ganz ruhig hier aus. Hast du keine Heilung mehr? Doch. Schnell, das kam von da oben. Was wichtiger ist erstmal das hier. Ein Bett in Pink, sehr schön. Komm, ich probier's mit einem KP, let's go. Ach, nee, okay, eigentlich war's dumm. Ich wollte gerade sagen... Pass auf! Chanera. Ich wollte gerade sagen, wollen wir wetten? Also ich wäre jetzt noch nicht Game Over gegangen. Ist der nicht? Nein, jetzt wär's Game... Ah, okay. Aber es hätte sogar klappen können. Es lief gut. Kein einfacher Gegner. Hast du den leichter gemacht? Hast du das leichter gemacht? Nee. Das kann sein, ich bin mir nicht sicher. Das kam mir im Test kam mir das viel schwerer vor, ehrlich gesagt. Ich habe dem Vier direkt Zauberblatt reingedrückt, also gleich 2 Trefferpunkte gegeben. Na ja, gut, kann sein. Deswegen. Da kamen wir doch noch rechtzeitig, ne? Vielen Dank.
Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Dir geht's gut? Du bist nicht gebissen worden? Das ist übrigens auch eine Anspielung, weil Chris da, ihr wisst ja, im Nightfall sind ja die ganzen Survivor verreckt, weil eine Person gebissen war. Und jetzt fragt sie halt auch ein bisschen so nach, bist du gebissen worden oder sowas, damit halt, ne, Klarheit geschaffen wird. Nicht sich sowas wiederholt. Charakterentwicklung! Mhm. Nein, nein, alles gut. Ich konnte mich bis eben gut verstecken. Gut. Mein Name ist übrigens Christa. Corinna hatte zu mir gesagt, dass du hier drin wärst und meine Hilfe brauchst. Ihr gebührt der Dank, dass ich überhaupt wusste, dass du hier bist. Corinna, freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Ja, sie hat sich wirklich große Sorgen um dich gemacht. Bevor wir gehen, packen wir am besten noch ein paar Sachen für die medizinische Versorgung ein. Es würde nicht schaden, wenn du meinen Pokémon aufpäppeln könntest. Klar, mach ich gern, Christa. It's about time. Crash Bandicoot. Dim, 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 dim. Oh. Christa, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Schon okay, ich habe es gern getan. Es ist schön, dass es doch noch aufrichtige Menschen in dieser Welt gibt. Lass ich dir wenigstens das hier geben. Oh yeah, the Fire Key, Alter. Das ist der Schlüssel für eines der Zimmer im Hotel. Der Chef hat mich immer gebeten, das Zimmer sauber zu halten, nachdem er fertig war. In seinem Zimmer liegen manchmal nützliche Sachen, die er selbst vergessen hat. Nimm dir ruhig alles, aber schau bloß nicht in die Schubladen rein. Danke, und das werde ich nicht. Jawohl. Oh, nee. Oh, mich regen selbst die Viecher auf, aber die sind im Originalspiel auch da. Ich habe noch genug Vorräte, zweimal heilen. Machen wir jetzt einfach mal. Ich habe sogar noch zwei Tränke, Alter. Das ist ja nochmal volle Heilung. Fast. So, wir gehen mal gucken, was es im Feuer-Dings hier gibt. Das Feuerzimmer. In das Zimmer hat Axel wohl seine Affären gebracht. Eklig. Na klar, Alter, das glüht, Mann. Es glüht im Bett und dann glüht's im Schritt, weil man sich eine Infektion eingefangen hat. So, Piercif-Schal. Oh, super! Dieser Schal wird dir vorzüglich stehen, Vivi. Ja, Vivi ist nun gegen Vergiftung resistent. Ich glaube, das war auch eine Idee von Caleb, dass man denen diese Items da gibt. Piercif-Schal und ich glaube, das sind irgendwelche... achso, das sieht man hier nicht, aber man sieht es hier unten links, jetzt am Icon. Das sind Gegenstände, also Piercif-Schal und das andere von Ethan. Ich glaube, das war auch irgendwie ein Schal oder so oder ein Stirnband. Das sind Items aus Pokémon Mystery Dungeon. Aber ich habe die Spiele, also ich habe das mal angespielt. War jetzt nicht meine Art von Game, aber daraus sind die. Ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Let's play, Alter. Obwohl, die Puppe nehmen wir nicht mit. Vielleicht ist sie mit irgendwelchen Flüssigkeiten befüllt, die wir nicht haben wollen. Ja. Okay. Dieser eklige Axel, Alter, bescheißt uns und bescheißt seine Frau. Okay. Axel, Alter. Let's play, Alter. Gut. So, dann wären wir eigentlich von der Zeit ziemlich gut dran. Leute, beim nächsten Mal machen wir hier weiter mit einer Nebenmission und dann, ja, schauen wir mal, wie wir das Casino ja übernehmen können. Beim nächsten Mal ist auch der Shawnee Manic dabei und dann der Sinister Vince. Da habe ich schon ein bisschen durchgeplant. So, Sella, ich überlasse den Gästen wie immer gerne das letzte Wort. Wenn du noch gern was sagen möchtest, wen grüßen willst, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, ich grüße Carlos, weil der sich gefreut hat, dass ich dabei bin. Ja, Mann. Habe ich nämlich im Discord gesehen. Nee, aber was ich nur sagen wollte, schade, dass jetzt zu Ende ist, weil jetzt kommt nämlich, jetzt hätte ich nicht richtig schön ragen können, wegen dem dämlichen, was gleich folgen wird im Casino. Ja, ja, ja. Achso, das meinst du dieses Spiel? Da bin ich Spiel. Auch hängen geblieben, ja. Ja, aber das kommt erst im übernächsten Part, tatsächlich. Ah, okay, gut. Na gut. Und tatsächlich habe ich es vereinfacht seit dem letzten Update. Aber vielleicht wirst du es ja sehen, wenn du da zuschaust. Ja, alles klar. Cool. Sonst noch was? Nö, ich grüße alle. Hallo. Hallo alle. So, gut, dann schön, dass du dabei warst. Dankeschön, Sella. Und ja, unten ist Sellas Kanal verlinkt. Er macht auch RPG-Maker-Stuff. Und ja, dann bis zum nächsten Part.
Tschüss. Ciao.